Wir testen heute den Chevrolet Orlando. Die Marke bietet hier einen besonders günstigen Minivan an, der somit das ideale Fahrzeug ist für zum Beispiel die junge Familie oder den Extremsportler. Gehören Kinder zur Familie, reicht eine Limousine als Familienauto oft nicht nur im Urlaub nicht aus. Das gilt für Eltern und Großeltern gleichermaßen. Hoch im Kurs stehen dagegen Kombis, aber auch Vans in allen Größenordnungen. Sie sind bequem, verfügen über eine hohe Sitzposition, sind ausgesprochen praktikabel und noch dazu familienfreundlich ausgestattet. Viele Ablagen und Staufächer in unterschiedlichster Form und Größe erleichtern es, an Bord Ordnung zu halten. Nicht zuletzt überzeugt aber auch die Variabilität dieses Fahrzeugkonzepts. Dazu gehört wie in dem von uns gefahrenen Orlando beispielsweise auch eine dritte Sitzreihe für kleinere Mitfahrer, die aus dem bequemen Fünfsitzer optional einen Siebensitzer macht. Wie bei ausklappbaren Sitzreihen üblich, knabbert das natürlich am Gepäckraumvolumen des insgesamt 4,65 Meter langen Kompaktvans. Drei Ausstattungsvarianten stehen beim Orlando zur Wahl. Bereits die Basisversion lässt wenig Spielraum für Aufrüstung. Im Zusammenspiel mit dem Preis ist das zweifellos einer der ganz großen Trümpfe dieses Vans. Angetrieben wird der Orlando wahlweise von einem 2-Liter Turbodiesel, einem 1,8 Liter Benziner oder dem neuen 1,4 Liter Turbobenziner mit 140 PS, der auch unseren Testwagen befeuerte. Unser Testwagen verfügt über einen 1,4 Liter Vierzylinder Benziner mit 103 kW. Wir empfehlen jedoch den deutlich stärkeren 2-Liter Diesel, denn damit ist der Chevrolet einfach angenehmer zu fahren. Sein Handling ähnelt dem eines PKWs. Trotz des hohen Aufbaus liegt der Orlando sehr gut auf der Straße. Zweifellos hat daran auch das relativ straffe Fahrwerk seinen Anteil. Der Chevrolet Orlando bietet eigentlich alles, was man von einem modernen Minivan erwartet und kann sich so mit seinen Artgenossen wie zum Beispiel dem S-Max oder dem Touran messen. Hier und dort gibt es leichte Abzüge bezogen auf die Auswahl der Materialien und die Verarbeitungsqualität. Das jedoch macht sich auch deutlich im Preis des Fahrzeugs bemerkbar. Mit gut 23.000 Euro für die Einstiegsvariante ist er eine kleine Kampfansage an Typen wie Ford S-Max oder VW Touran.